So ist was. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in meiner, unserer kleinen, aber feinen Welt. Wir sind mal wieder draußen, also bitte entschuldigt irgendwelche Hintergrundgeräusche, aber wir haben zugesehen, dass wir relativ früh morgens hier sind. Also wenn du Bock drauf hast, mit uns zusammen die Zoo Plus 20 Year Superbox auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist ziemlich heiß heute, aber wir kommen damit klar und Sammy hat noch kein Frühstück bekommen, also gucken wir, was sich hier in der Box verbirgt. Achso, die gibt es zweimal, also du siehst da hinten noch eine Box, das heißt, in diesem Video wird auch eine Box verlost. Schau dafür einfach unten in die Infobox und ja, viel Spaß. Was haben wir hier? The Wolf of the Year, 20 years, celebrate with us. Also Zoo Plus ist tatsächlich 20 Jahre alt geworden. Und da gucken wir doch mal in die Box. Okay, der erste Blick in die Box ist schon mal sehr verheißungsvoll. Wir haben ein ziemlich geiles Spielzeug. Ich sitze ein bisschen weit weg von der Kamera, deswegen kann ich leider nicht so nah rankommen. Das ist ein Geburtstagskuchen in Plüsch mit einem Quietschi. Das wird nicht lange überleben, Sammy, glaube ich, oder? Was meinst du? Nee, ich glaube echt nicht, aber naja, er wird seine Freude dran haben, ne? Er leckt es schon mal an. Ja, schön. Es fühlt sich schön weich an. Oh mein Gott, ist das niedlich. Och Mann. Dann haben wir hier noch was Geiles. Das ist ein Plüschhund. Sieht man das überhaupt in der Kamera? Ich denke schon, ne? Ja. Auch er quietscht. Und er hat einfach ein Hütchen auf. Sammy, ist das dein neuer Freund? Er will ihn haben, ne? Ich mach mal eben hier dieses Plastikzeug ab. Weil das ist nicht gut für dich, Maus. Ja, nicht mit Plastikzeug. Du kannst es gerne zerfleddern, aber nicht mit Plastikzeug. Das ist dein neuer Freund, bitteschön. Nein. Sammy, Räuber, hier hin. Sammy, komm her. Bring's mit. Nein. Okay. Dann habe ich von Jim Dog hier mit drin ein Tasty and Tender Chicken Leg. 100% Chicken in Special Steaming Process. Hühnchen nach speziellem Dampfgarprozess. Das kriegt der jetzt mal. Er hat halt noch kein Frühstück bekommen, ne? Okay. Ja, das ist sehr, sehr weich. Und hier steht extra auch drin, dass es sicher für den Hund ist, weil du hast ja oft das Problem mit den Knochen und so weiter, ne? Das ist dann nicht so schön. Aber hier steht extra drauf, Chicken Leg, Chicken Bone is safe for your dog. Okay. Sammy? Da lässt er seinen komischen Hund hinten einfach links liegen. Na komm, hier rum, komm. Ja, wie willst du da hin? Hopp, hopp, hopp. Anpacken. Nimm's raus. Puh. Ja, jetzt ist es da. Das schmeckt ihm. Oh, sowas ist aber auch echt geil, ne? Sowas Schönes, Natürliches mal zwischendurch. Wenn ich das ganz nah abschneide, weil da ist noch ganz viel Flüssigkeit drin. Ist gut, ne? Nom. Weitestgehend geleert. Also das hat ihm wohl sehr gut geschmeckt. Dann gucken wir mal weiter. Von Vitakraft, Super Chomp, made in Germany, 3 Sticks, smell it, chew it, love it, tasty and aromatic. Zuckerfrei ist die Rezeptur und ja, das sind irgendwelche Sticks wohl. Das innovative Kauerlebnis für die Extraportion, Beschäftigung und ein sauberes Kauvergnügen. Ja, sauberes Kauvergnügen, das ist mir jetzt relativ egal. Wie kriege ich das denn auf? Sammy, komm, geht weiter. So sehen die aus. Also das sehen,
sind einfach dunkel und irgendwie, aber die sind ein bisschen härter. Also da wird er wahrscheinlich ein bisschen länger was von haben. Komm her. Ja, am frühen Morgen jetzt sowas kauen ist natürlich auch so eine Sache für sich, ne? Also hier sind richtig viele Snacks auch drin. Das finde ich auch ziemlich cool. Dann haben wir hier drin von Purina Pro-Plan Opti-Digest Grain-Free Formula Medium and Large Adult. Das ist mit Truthahn, glaube ich, mit Turkey. Aha. Gut für das Verdauungssystem. So sieht das aus und ich glaube, das ist einfach eine Probe Trockenfutter, wenn ich das richtig hier hinten sehe. Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde, mittelgroße und große Rassen mit sensibler Verdauung. Das finde ich auch sehr schön. Ja, das kriegt er auf jeden Fall dann unter sein normales Futter mal gemischt. Das ist ja cool. Willst du das nicht essen? Hm? Willst du später essen, ne? So ganz kleine Pellets. Das kann Sammy mal probieren. Schmeckt voll, ne? Kann man nichts zu sagen. Ja. Nom, 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 nom. So, dann haben wir hier drin von Zoolove High Quality Dog Snacks for Dogs. Das ist Hühnerbrust. Das sind gefriergetrocknete Hühnerbrüste. Und das gucken wir uns auch mal an. Oh ja, das sind halt große Stücke, die sind halt ein bisschen trockener. Die bekommt er jetzt. Das magst du, ne? Mit diesen komischen trockenen Knochen magst du nicht. Okay. Dann haben wir hier mit drin von Merrick Whole Hell Made Right. Grain-free Recipe, also das ist getreidefreies Rezept. Und das ist mit Hühnchen und Süßkartoffel. Und auch das scheint wieder ein Trockenfutter zu sein. Eine Trockenfutterprobe. Das sind so ganz kleine Pellets. Nom nom sagt, ne? Nom 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 nom. Hier. Und dann haben wir das gleiche nochmal, auch von Merrick, Superfood Blend Recipe. Das ist mit Hühnchen, mit Erbsen und mit Karotten. Auch das ist ziemlich cool. Claudi reißt hier alles auf. Übrigens keine Sorge, Sammy kriegt jetzt nicht sowas dann alleine, wenn er halt anderes Trockenfutter mit reinbekommt, dann mische ich das immer nur zum ganz kleinen Teil unter, ne? Weil sonst ist das nicht so gut. Die Hunde müssen sich ja erstmal an neues Futter gewöhnen. Das kann er jetzt auch einfach mal so ein bisschen probieren und das ist nicht schlimm, das geht. Da kennt jeder seinen Hund ja am besten. Schmeckt dir auch, ne? Ja. Dann habe ich von Pedigree Ranchos Originals 95% Fleisch und das ist mit Rind. Und das sieht auch ziemlich interessant aus. Ah ja, das sind solche großen Teile. Oh wow, hier haben wir eine ziemlich große Probe. Und zwar von Purizen Single Meat, Duck with Apple, also Ente mit Apfel. Und es ist quasi so, dass die scheinbar aus einer Fleischquelle da entsprechend immer ihr Futter herstellen. Oder dieses Produkt auf jeden Fall. Auch das wieder relativ kleine Pellets. Sack ihm zu. So. Meine Güte, also du hast da viele Futterproben auch richtig mit drin. Dann ist hier von Wolf of Wilderness Soft Weight Acres with Fresh Chicken and Sweet Potato. Also auch wieder mit Hühnchen und Süßkartoffel. 100% grain free, also auch das wieder getreidefrei. Und wow, das ist nichts Günstiges, Leute.
Mensch, Sammy, heute kannst du aber ordentlich probieren, ne? Heute ist da derbe was mit dabei. Und das sind so ganz softe kleine Pellets. Da ist ja selber ganz verwundert, dass sie so soft sind. Ist noch ein? Was? Ist sie noch mehr? Ist noch mehr immer, ne? Mehr. Doch, das sieht doch auch ganz gut aus. Und dann haben wir hier ein Hundesnack von Hunter. Mit Liebe gemacht. Aus Huhn mit Blaubeere und Cranberry. Ach, das sind so weiche Herzen. Ist lecker, ne? Noch ein? Das sind drei zusammen. Ist voll lecker. Sammy ist im siebten Himmel, das gefällt ihm. Sehr gut. Dann haben wir ein bisschen Nassfutter hier mit drin. Almo Nature, owned by the Animals Alternative. So ähnlich hatten wir das gestern tatsächlich schon in der Zoo Royal Box. Das hier ist jetzt mit gegrilltem Huhn. Und das hat ihm richtig gut geschmeckt. Das ist eine kleine Portion von 70 Gramm. Ich glaube, die kriegt er gleich auch noch eben. Dann haben wir von Science Plan für erwachsene Hunde mit Rindfleisch etwas drin. Auch wieder eine große Dose. Von Animonda vom Feinsten. Oh, Adult mit Hirsch. Also das ist für erwachsene Hunde mit Hirsch. Von Belcando Huhn und Ente mit Hirse und Karotten. Oh, feines Zeug. Und das letzte Nassfutter ist von Granata Pet, Lieblingsmahlzeit für den Hund mit Rind und Fasan. Mit Karotten, Spinat und Distelöl. Ei, 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 das ist ja echt so ganz feines Zeug für dich, Maus. Ganz feines Zeug, nur das Beste vom Besten für unseren kleinen Mr. Bauer. So, und das letzte und sehr große, was hier mit drin ist, hatte Sammy auch schon mal. Das ist von Happy Dog. Für 11 bis 25 Kilo. Das passt einfach perfekt für Sammy. Das ist super. Und fit and well. Womit bist du mit 5 wertvollen Proteinquellen und perfekt ausgewogen? Also, ne? Glutenfreie Zutaten, moderater Fettgehalt und mit original Neuseeland-Muscheln. Nee, das hat er ja noch nicht. Sehr cool. Sehr, sehr geil. Auch wieder eine große Futterpackung. Die lasse ich aber zu, weil ich habe jetzt schon einiges auf. Da wird er sich drüber freuen. 1 Kilo ist das tatsächlich. Wow. Ich bin begeistert. Also das hier war mal ein richtig krass wertvoller Inhalt. Und ich blende euch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Die Box hat auch nur so 15 Euro gekostet. Oder ich glaube sogar nur 12,99. Und ich glaube, die kriegt man auch noch. Ansonsten kannst du die hier vorne gewinnen. Schau dafür unten in die Infobox. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würden wir uns mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Ja, ich glaube, so sagt man das. Ich verlinke dir einfach hier oben mal die Playlist zu den ganzen Sammy-Videos. Hier unten den neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!